starte ich es halt nochmal so. Also, hallo und herzlich willkommen einmal wieder zu Pokémon Sword and Light und Luna Dark. Und ihr habt wieder meine Aufnahmefenster gesehen. Und scheiße, ich bin jetzt hier reingerannt. I've hiked all over the weekend. It's a great way to experience. Shit, ich hab das letzte Wort nicht gelesen bekommen. Aber auf jeden Fall, wir sind wieder da. Mein Aufnahmeprogramm will immer noch nicht so wenig. Aber das andere Aufnahme hat sich cool aufgenommen. Man hört mich jetzt wieder lauter. Die Musik ist leiser. Ich hab sie auch gerade so leiser gestellt. Wow, war das. Wir haben wieder so ein Talent. Ich weiß immer nicht, was das für Typ ist. Ich denke, es ist Elektro. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall nicht einfach ein Feuer. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel darstellt. Also, wir schicken einfach Jessie raus, hoffen, dass sie nicht staubt. Ja. Pepitsch. Naja, wir sind nicht hoch. Obwohl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das war. Okay, gut. Das hat sich erledigt. Pokémon Level 13 für Athena und Sweet Kiss. Ich sehe schon, wozu sich Athena hier entwickelt. Ich meine, hier Attract und Charm, ne? Wir machen wir das Wort weg. Athena wird ganz, ganz böse werden, denke ich. It's not enough! Sie hängt auch so halb im Bild. Was habt ihr alle? Ja, ich habe Athena auch nicht gelevelt, weil ich keinen Bock hatte. Und ja. Diese Blitze gehen mir sowas von auf den Kranz. Und holy shit, hier gibt's kein. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ah. Süß. Burn it down. Bevor es dich putzelt. Das ist jetzt auch nur Tackle, aber es ist heftig im Tackle. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ich das in Privatspiel und diese ganzen Viecher fange, ey. Als erstes den Wolf vom Arena leider. Ich gehe jetzt so oft in diese Höhle rein, bis es aufhört zu donnern. Das geht mir sowas von auf den Piss. Es tut mir leid. Geht doch. Ich habe da unten einen Pokéball gesehen. Den nehmen wir natürlich nicht. Was auch immer Refial war, ist. Ich glaube, war das zu Schutz? Ich weiß es nicht. Das ist mir auch egal. Was bist du? Das sieht ein bisschen gefährlich für Laurent aus, deswegen lassen wir das mal. Aber wir sehen uns so. Ah, Young Trainer, let's have a Pokémon! Ja, ich renne hier einfach ins Gesicht, weil ich gerade Bock habe zu kämpfen. Backpacker would like to battle. Sophie! Ich habe einfach Angst, dass die irgendwann so eine Elektro-Attacke haben, die mit Schaden machen können. Momentan sieht es aber noch gut aus. Aber es ist nur Quick-Attack ein bisschen vorwachen. Ich glaube, das wird uns irgendwie zum Deck. Wenn wir dann denken, Quick-Attack quittet eh nicht und dann quittet es im schlimmsten. Wow, too heavy for me! Ja. Ah, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gesagt habe, aber ich bin von diesem Fake-One einfach so begeistert. Ich meine, ich habe vorher schon ein bisschen was gespielt gehabt, zum Beispiel Uranium. Und ist die gerade von alleine? Zum Beispiel Uranium und vorher auch noch, ja gut, Feuerrot zähle ich jetzt nicht so als Fake-Mon, es ist halt schon Fake, aber nicht mit richtig mit neuen Pokémon, das zeichnet für mich ein bisschen das Fake-Mon aus. Hyper-Potion, so weit immer schon. Gut, wir sind gerade nur über Level 20, aber Hyper-Potion. Ja, auf jeden Fall ist es von den, was ich, sieht so süß aus, Mann. Von den Pokémon-Spielen, die ich bis jetzt habe. Habe doch mit am besten. Ich meine, das Design von den Pokémon ist voll in Ordnung. Ich meine, wie gesagt, die Ansicht ist ein bisschen komisch, wenn man jetzt im Kampf ist, aber ich finde das Spiel einfach so schön. Es hat so schöne Pokémon. Es ist halt, hat auch nicht so 0815 Viecher, so von wegen, wir brauchen jetzt irgendwas. Wir brauchen jetzt ein neues Pikachu und dann haben wir diese runde komische, keine Ahnung, Kugel, was auch immer das ist. Hashtag Sun and Moon. Ich bin entsetzt. Und zwar ziemlich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Designs in Ordnung, auch wenn das irgendwie stark an Marshock auf vier Beine erinnert. Aber ansonsten, ich finde die Designs eigentlich voll gut. Ich meine, gut, dieses Schillast-Vieh am Anfang war jetzt nicht das Schönste, aber der Rest ist niedlich. Kann ich kaputt machen? Ich komme ja mit der Maus da drauf. Das nervt mich. Da ist wieder. Warum habe ich Athena und alles dann gemacht? Das ist doch. Das
die erinnert mich so schlimm an Kumamon, fragt mich nicht warum. Ich würde weinen, wenn das eine Naruto gewesen wäre und ich hätte eins dieser Elektro-Fühler gehabt. Das hat auch den Naruto-Fühler. Kann das sein? Ich weiß es noch. Stimmt auf jeden Fall. Wir glauben auch bald mal wieder neu. Naja, ich hab jetzt, Athena ist das erste Pokémon, was ich seit drei Parts nicht. Okay, ich hab grad mit dem Computer von meinem Schiff geschrieben. Dr. Perry! Perry, das Schnabeltier! Und das ist wieder diese komische Stadt. Ich hab ein bisschen Angst verstanden. Obwohl! Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass Laura vor der Elektroattacke kommt. Sie ist hier doch tot. Ach ja. Ja, schon. So. I'm just a doctor. Deswegen haben wir dich verprügelt. Healing, no problem. Danke. Die private Haltstation. I'll heal your Pokémon everywhere you want. Everywhere you want. I don't know. Ich wollte nicht den Brock. Ich wollte es daneben. Paralyseheiler. Ach, das war den wir gerade für Athena verwendet haben. Das ist wundervoll, dass ich hier wieder bekomme. Ich darf hier eh nichts fangen, deswegen interessiert mich diese Höhle jetzt gerade gar nicht. Und ich hasse dieses Katana. Ich hasse es einfach. Ist es wieder weg? Kein Regen. Bitte Leute, gebt mir doch einfach mal nichts mit Regen. Ich gehe nie wieder in diese Höhle. Danke. Meine Güte, ey. Kann ich dir ausweichen? Ha! Sehr schön. Und weiter geht's. Nicht Regen! Nein! Jugend! Did you follow me? Es tut mir leid, aber es gibt nur einen Weg aus der Stadt. Ha! I wiped the floor with demon. I got the darkness badge. I see that you have it too. I was just in this cave and found a strong Pokemon. I battled it and caught it. Wanna see it? I guess that would you have to battle me to find out what it is. Ha! Ich bin so Gary und ändere einfach mein Skin von dem einen Bild zum anderen. Es ist seltsam mit dem Jungen. Zurück. Ach, das ist das, das ist das, worauf du gestolpert bist. Okay. Ich hätte so gelacht. Angst, dass ich dieses sehr effektive Geräusch, das macht mir einfach so ein Drecksangst, ey. Das ist voll nicht normal. Scary Face, Lauren, bitte nein. Als ob, Level 14 für Athena. Jumple, das war dieses komische Insekten-Ding, ne? Das macht man auch mit Lauren. Vor dem habe ich immer noch ein bisschen Angst, weil es Geduld kann. Geduld ein bisschen zu oft einsetzt. Ja, Paracaro, was ist das? Achso, das war der Vogel. Hab ich auch heute noch gerade. Ich hab immer ein bisschen Angst, dass das scheiß Ding zu quittet. Ich hab so schlimme Angst. Wo hört sich der Vogel eigentlich? Das ist Doktor. Das ist Zubi. Zubi war das Elektro. Das wird nicht verkaufen. Ich glaube. Jesse ist ersetzbar. Aber nicht Lauren. Also man kann es nicht quick attacken, wie du willst. Ich glaube nicht, dass Jesse einfach so drauf geht. Ich glaube bei Lauren. Ja, als Verteidigung weiß ich nicht, ob ich das überleben würde. Du weißt nicht. Danke. Wenigstens eine, die anständig attacken lernt. Uff! I'm still better. Träum weiter, Schwester. Träum weiter. Dart! Not again! No problem. I don't care. I have potions, so you're lucky. I don't have to go away back home to Grasslight City to heal up. Du hättest ohnmächtig werden sollen. I go and train my Pokémon so that they evolve and become much better than yours. Catch you later, loser. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber mein halbes Team ist entwickelt. Aber gut, er ist ein Lappen. Daher lassen wir ihn mal laufen.
Gibt's hier hinten noch irgendwas Spannendes? Sehen wir hier direkt hin? Das ist Pokéball. Verdammt. Der Kampf. Das ist so ein adorables kleines Mistvieh. Es ist so niedlich. Das, und Ricky muss auf der Bank gammeln, bis irgendwer mal stirbt. Rip Ricky. Ich hoffe nämlich nicht, dass es passiert. Wenn ich das viel gerne in mein Team hätte, aber ich weiß nicht, ob es mir so viel bringen würde. Einen harten Stein habe ich bekommen. Oh, einen harten Stein. Ach, das ist wieder Rock-Type-Moves. Ich habe keinen Rock-Pokémon, von daher ist es egal. Headbutt wollt ihr sowieso alle nicht lernen, ihr ignoranten Idioten. So, Lauren, das mal heilen. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir heilen noch gleich mal Jesse, weil Doc hat ein Item gefunden, genau deswegen heilen wir Jesse. Sehr schön. Lauren braucht echt nur eine andere Attacke. Wir machen weiter mit Jesse, weil Jesse ein Pflanzenvieh ist und das kann wieder ein bisschen heikel werden hier drinnen. Ich back voll in dem Stein drin. Okay, die Leitern funktionieren auch, wenn man dran vorbeiläuft. Ich könnte eigentlich Spitz einsetzen, aber dazu müsst ihr es mir beibringen, habe ich keinen Bock drauf. Wappatsch! Wann wird meine Aufnahme eigentlich nicht gestoppt? Jesse stirbt hier quasi in einem Wandbad. Das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen kriegen wir das Wandbad jetzt. Und ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Pokémon werden wollt. Ansonsten mache ich das weiter mit Twitter. Warum eigentlich nicht? Ich meine, ich habe genug Leute auf Twitter. Da sind halt viele aktiv. Und ja. Ob ihr das jetzt wollt oder nicht, ist mir ein bisschen Wumpe. Also, ja. Wenn ich will, dass ich ein Pokémon nach ihm benenne, dann muss es in diesem Tag stehen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade Cuteness senkt die Attacke, aber das hat ein bisschen wenig Sinn ergeben. Wieder Lauren, weil Jesse lebt in Gefahr. Sie ist in dieser Höhle nur Wombat, das sind Wombat, die neuen Zubats. Kann das sein? Ich würde sagen, wenn wir jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Ich weiß halt nicht, wo es lang geht. Ich denke, wir gehen einfach oben lang. Ich fühle mich da ein bisschen sicherer als in irgendeinem komischen Kapphöhlen. Weil mein Pokémon ist nicht so stark. Jesse hält sowas nicht aus. Es ist doch klein und niedlich und ich bin so zufrieden. So, dann würde ich sagen, wechseln wir Eddie da vorne, weil Eddie macht sie weg. Ich wollte gerade was sagen, hab's aber mal gelassen, ja. Auf jeden Fall, wir haben hier wieder Headbutt-Trees ohne Ende und wir können sie nicht wegmachen, weil wir keinen Schwein Headbutt lernen will. Und holy shit, da ist ein Ehepaar. Holy shit, wer kämpft gegen das Ehepaar? Das ist doch jetzt perfektes Level in Quarantäne. Wir lassen Eddie drinnen und holen Lauren dann für Athena rein. So machen wir's. Weil das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und zur Sicherheit heilen wir auch Jesse, falls es irgendwie Pflanzentiere sind. Hier Steintiere. Ansonsten. Have you ever had a battle against two Pokéfans? Nein. Das hat die Fomeo-Teile. Ich weiß nicht, warum das so macht, wenn du mehrfach kämpfst. Das ist immer noch ein. Suppi und Pop. Wir haben jetzt ein Problem, dass wir ein Elektro, also auch ein Wohnpokémon drin haben. Daher, dass ich glaube, die greift den Vogel ein bisschen. Wir nehmen hier Lauren rein, bei Athena nehmen wir Jesse rein, weil Jesse ist ersetzbar. Wie gesagt, würde nehmen wir Jenny. Ne, wir nehmen Jenny. Jenny ist so krass. Jenny ist blau. Kann eigentlich ziemlich gefickt werden.
von der. Okay, damit kann ich leben. Denke ich mal. Wir machen erstmal Baby wieder auf Zuppi. Nicht auf Jenny, das wäre auf Jenny mehr ein bisschen gemein. Du kannst dich für Bitteck. Sehr schön. Lauren. Tja, schön. Weil ich. Warum? Lappen, bitte Feuerattacken auf Lauret ein, wenn neben ihn eine Spinne sitzt. Warum tust du das? Die Kuh von den Leuten muss echt noch ein bisschen überarbeitet werden. Pokémon. I sweet Pokémon. A Pokémon are awesome. Wunderschön für euch. So, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen Antenna trainiert. Wir haben einen Ultraball gefunden. Ich denke, wir sind. Wow, wir sind beim zweiten Orden für die Ultrabälle. Was soll der Scheiß? Hier geht es direkt weiter. Na gut, ihr habt ja kaum Leben abgezogen bekommen, ne? Aber ich würde sagen, wir tun dich trotzdem vor. Und wenn halt wieder so ein Text kommt, wechseln wir dich halt direkt an, weil wir sind bei 16 Minuten. Jolo, wir rennen hier noch durch. Ja, wir sind in einer neuen verdammten Scheißstadt. Juhu! Ich würde sagen, hier sind Straßen. Nein, wir sind in ein Event gerannt. Hey, you made it here too! Yes, I won my gym badge. I wasn't easy, but it wasn't easy, but I haven't. Have you heard about Rust Ball City? No, well, it's a big city. It's not too safe to go on the road with all this traffic. But we are crossing on the road, thus can you get across? I had better as a taxi companion too. Maybe you should seek it out. Anyways, I'm gonna look around. Go find a taxi and stay out of the roads. Don't forget. Gibt es dunkle Gassen. Dunkle Gassen. Also Leute, stay out of dunkle Gassen und sorgt euch ein Taxi, weil das ist bestimmt sicher in einer Stadt mit dunklen Gassen. Und ich würde sagen, wir hören hier erstmal auf und wir freuen uns alle, dass ich jetzt wirklich mal ein paar Pokémon-Folgen aufgenommen habe. Mal sehen, wie lange sie halten werden. Mal schauen, ob ich rechtzeitig wieder aufnehme. Und ich hätte wirklich die anderen hochladen können. Und diese Verabschiedung war ultra lang und man hat, glaube ich, gerade den Zockmauszeiger gesehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, hören wir erstmal hier auf und ich glaube, es geht nicht mit F6. Natürlich nicht. Also macht's gut, Leute. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Wie auch immer. Schreibt die Kommentare. Bitte.